Kitschkrieg, 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 Kitschkrieg. Wir sind jetzt in Chemnitz im Heckert-Gebiet. Magst du mal kurz erklären, was das hier genau war? Ja, klar. Das war die Straße Usti nad Labem. Und die ging hier ums Karree, richtig groß. Und hier stand mal mein Block. Und er war doppelt so lang, wenn nicht dreimal so lang wie der impotente Block. Und es war auch noch nicht so bunt und grün alles. Ne? Ich bin auch das erste Mal seit 20 Jahren hier. Und hier, das war auch mein Weg, wenn ich in die Kaufhalle gegangen bin, in die Kofi. Und einkaufen war für meine Mutter, meinen Bruder und mich. Oder Flaschen weggebracht habe zum Beispiel. Genau. Aber nochmal kurz für die, die es nicht wissen, das war eines der größten Neubaugebiete in der DDR. Ja. Genau. Und wie war das für dich hier aufzuwachsen, so in der Platte? Ja, ich kannte es ja nicht anders. Insofern war es schön, ne? Mhm. Weil es war zu DDR-Zeiten auch ein Privileg. Mhm. Also alle wollten in die Platte, ja. Raus aus dem Altbau, dort wo die Toiletten noch ein halbes Stockwerk tiefer waren und man mit Kohle heizen musste. In der Platte gab es halt Fernheizung und all das und es war erstrebenswert, hier zu wohnen. Du hattest halt eine gute Versorgungslage, Kindergarten dort drüben beispielsweise. Oder warst du da auch? Nee, in dem war ich nicht. Ich war noch ein Stück weiter unten, weil ich bin vom Fuße des Berges irgendwann hier hochgezogen. Du hast mal einen Song über deinen Großvater gemacht und auch auf Skyline hast du ja auch eine Omi-Referenz. Ja. Ja, was bedeutet Familie für dich? Ja, viel natürlich, ne? Es sind halt die Leute, die mich großgezogen haben. Meine Mutter hier in Karl-Marx-Stadt damals, zusammen mit meinem Bruder und später, oder sagen wir mal früher, ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, im Umland von Leipzig, weil meine Mutter studiert hat und dadurch die Zeit so ein bisschen knapp war und das war eine sehr schöne Zeit. Ich habe das genossen, auch so als Gegensatz zu dem ganzen Beton hier irgendwie, dann quasi so Countryside mit Pfeil und Bogen oder was auch immer da halt durch den Wald zu pirschen. Ja, aber Familie ist wichtig und ja, ich liebe meine Familie. Ja, Mann. Wir stehen jetzt hier so als die Mary Poppins des Rap und du musst mir mal erklären, warum wir jetzt genau hier stehen. Ja, das ist der Ort gewesen, wo wir früher immer getanzt haben, so Breakdance. Man sieht, das ist feinstes Marmor, der Nischel hinter uns. Ja, genau. Und ja, hier haben wir halt immer getanzt, wenn Zeit war, irgendwie Republiksgeburtstag oder andere Feiertage halt hierher. Weil hat sich so gut geeignet und wir haben auch so die ersten Demos mitbekommen, beispielsweise am 7. Oktober 1989, als dann hier so Kampftruppen und Räumfahrzeuge und Polizei in Outfits rumliefen, so mit Helmen und Schildern, wie man sie halt nur aus dem Westen kannte. Ja, keine Ahnung, sind wir halt hier vorgelatscht zur Zentralhaltestelle und da war die Demonstration und so Schilder, Pressefreiheit, Reisefreiheit. Und halt dort das erste Mal gesehen, wie so eine Demonstration zusammengeknüppelt wurde und da Leute auf LKWs geladen wurden und dies und das. Und das hat schon gewirkt. Aber ansonsten war das halt so der Spot zum Tanzen, Breakdance und die Leute konnten zuschauen. Schöner Spot. Big up Karl Marx. Auf dem Weg nach Leipzig.
Warum bist du eigentlich weggezogen damals von Chemnitz nach Leipzig? Das liegt jetzt schon eine Weile zurück, ne? Also ich bin auch mehrmals weggezogen aus Chemnitz. Mhm. Ja, ich meine, ich finde, es gehört auch zur Menschwerdung, irgendwie mal die Stadt zu verlassen und sein Glück woanders zu versuchen. Mhm. Keine Ahnung. Und letztendlich ja, hat es sich für mich erschöpft irgendwie, ne? Halt alles ausgescoutet, alle Partys veranstaltet und wollte einfach mehr. Und dann gab es irgendwie eine günstige Gelegenheit, wo ich halt jobben konnte, so im Randgebiet von Berlin. Und ja, habe damals meine 7 Sachen gepackt und bin los. Ja. Okay. Und haben diese ganzen Städte, so Chemnitz, Leipzig, Berlin, ist das für dich auch so, für deine Musik, sind das unterschiedliche Spots? In dem einen machst du vielleicht das und der andere Ort ist vielleicht nur Inspiration. Unterscheidest du da so ein bisschen? Ja, also Chemnitz spielt nicht mehr die Rolle für mich. Irgendwie, da bin ich ganz selten, auch seitdem meine Mutter dort weggezogen ist, mhm, halt gar keinen Grund mehr, groß dahin zu fahren, es sei denn, es ist irgendeine Party oder so. Mhm. Und ja, ansonsten kann man sagen, dass ich in Leipzig lebe und relax und genieße. Und in Berlin arbeite ich, ne? Da mache ich die Musik. Und dort spiele ich auch die häufigsten Shows. Mhm. Und ja, also Leipzig eher Arbeit, Leipzig relaxen, leben und Berlin arbeiten. Und Tischtennis in Leipzig habe ich gehört. Ja, genau. Okay. Gehört ja dazu, ne? Schwimmen. Meine Hobbys sind Schwimmen, Tischtennis. Was war denn für dich der allererste Kontakt zur Musik überhaupt, an den du dich erinnern kannst? Ich glaube, ich bin ja mit meinem Bruder und meiner Mutter aufgewachsen. Es war die Plattensammlung meiner Mutter und ihr Musikgeschmack. Genau, halt so die Platten, die sie so täglich gespielt hat. Was denn? Was war das so? Alles Mögliche, ne? All das, was quasi in der DDR auf Amiga, so hieß das Label, lizenziert wurde. Das ging los bei Electric Light Orchestra oder El Jarreau hin zu Stevie Wonder oder Aretha Franklin und so eine Sachen. Mhm. Ja. Chicago. Okay. Die Beatles. Ich glaube, die Beatles waren war die erste Band, die ich wirklich wahrgenommen habe. Ich glaube, das war im ganzen Ostblock so mit den Beatles. Ich glaube, weil das sehr leichte Kost doch war damals, war das ja auch ganz gern gesehen. Ja. Ja. Genau. Und dann der Schritt rüber zu Rap. Wann war das? Du hattest ja wahrscheinlich nicht so die klassische Rap-Sozialisation, so wie ich. So mit Agro, MOR, was so die ganzen Kids so in meinem Alter hatten. Aber wann fing das bei dir mit Rap an? Ich glaube, so die ersten Raps, die ich mitbekommen habe, waren... Was war denn das? Es gab damals so einen Song irgendwie aus Holland, der schwappte so rüber. Hab immer Radio, ich habe so über Meeresspiegel gewohnt. Dadurch konnte ich so Westradio hören. Mhm. Und es gab so eine Rap-Version von Madonnas Holiday. Mhm. Ich glaube, es war Madonna, genau. Und das war so das erste. Oder eben die Rocksteady Crew mit dem Hey, you, the Rocksteady Crew. Aber das war halt early 80er. So. Das waren die ersten Sachen. Da habe ich noch gar nicht begriffen, dass das jetzt Rap ist irgendwie. Und dann später eben halt durchs Radio hauptsächlich. Jugendradio DT64 gab es so eine Sendung, Vibration hieß die. Und die haben dann quasi so den ganzen Ami-Kram auch gespielt. Ja, und was war da aktuell? Cool Modi, LL Cool J, dann später halt EPMD, Public Enemy und die Sachen. Aber das heißt, bei dir fing schon erst mit Ami-Rap an und dann... Ja, weil es gab ja zu dem Zeitpunkt, gab es noch keine Fantastischen Vier. Okay, lange ist her, ja. Okay, und wann kam dann dieser Wendepunkt? Also du warst ja... Wann war das? 93, 94 auf Jamaika? Genau, ja. Genau. Und da fing das dann mit Reggae Dancehall an oder war das vorher schon? Also minimal so. Es gab, ich kannte Shabba Ranks oder Everton Blender. So ein paar Künstler kannte ich schon.
Aber genau, die große Keule kam dann so mit dem Aufenthalt auf der Insel und ja, gleich am ersten Abend da auf ein Konzert gestürzt mit zwei Leuten, die ich kennengelernt hatte aus Brooklyn. Und das war so ein zweitägiges Festival und da waren alle Singer und alle Bands, die damals einen Namen hatten, von Bounty Killer über Lady Saar hin zu Beanie Man am Start und das war halt so, ja, die volle Breitseite. Okay, aber wie war das denn für dich? Du hast ja gemeint, du hast so Amiga-Platten gehört. Das wäre schon eigentlich doch leichtere Kost teilweise. Und dann hörst du so Dancehall und Rap und auf einmal sind alle sexistisch und böse und sagen böse Dinge. Wie ist das denn für dich gewesen, als du dann das so gehört hast? Naja, es ist ja eine Entwicklung von wirklich Dekaden so, ne? Also diese Anfänge mit Beatles halt, ne, hinzu. Irgendwann habe ich halt, nennen wir es Black Music, auserkoren als die Musik, die mir am meisten gefällt. Ja, genau, und dann kam Rap und Rap war am Anfang, also erstmal habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gutes Englisch gesprochen. Mhm. Das heißt, man hatte eher so einen Vibe bei einem Song und hat sich dann so seinen Teil gedacht. Genau, und irgendwann kam halt diese Begriffe wie Motherfucker und so weiter und so fort. Und das war am Anfang natürlich schwer, weil das hat man natürlich auch als Kid verstanden. Mhm. So, aber so dieser gesamte Background und so, der hat sich ja erst viel, viel später erschlossen. Und so war es mit Dancehall auch. Also es gab ja immer diese Ebene quasi Singer, so erwachsene Musik halt vergleichbar mit R&B aus den Staaten. Wo ja eh keine obszönen Texte, so eindeutigen Texte am Start waren. Und dann gab es eben halt diese Dancehall-DJs wie Bounty Killer oder Cobra, die halt dann schon eindeutigere Sachen auch gesagt haben. Und ja, es war so ein Prozess, ein langsamer Prozess. Also ich muss auch sagen, das, was mich an Dancehall, ich habe damals auch viele so Clash-Tapes gehört von Sound Systems, die gegeneinander battlen. Und was mich da wirklich fasziniert hat, war eben diese aggressive Note und das Schimpfen, ohne dass man jetzt genau wusste, wer wird da jetzt eigentlich angesprochen, gegen wen richtet sich das. Aber so in der Sturm- und Drangzeit, so als Jugendlicher, kickt das halt auf eine ganz eigene Art. Okay. Und wann kam dann der Punkt, als du meintest, boah, geil, das will ich jetzt auch machen? Ich glaube schon beim ersten Mal habe ich ganz viele Schallplatten eingekauft, hatte damals auch schon angefangen aufzulegen und habe die mitgenommen und dann so Partys gemacht und den Kram gespielt. Sehr zur Freude der afrikanischen Studenten, die da immer auf die Partys kamen. Ja, weil vorher gab es letztendlich keine Dancehall-Partys, also in meiner Region. Ne? Da musste man schon nach Hamburg oder Köln fahren, wo so die ersten Soundsystems am Start waren. Und was war die Frage nochmal, entschuldige. Wie du dann selber dazu gekommen bist, das zu machen. Ich dann selbst dazu gekommen bin, das hat ewig gedauert. Wann habe ich das Trettmann-Ding gestartet? Das war 2006. So insofern. Und war auch nie gewollt, nie. Ich hatte nie ein Konzept. Das war eher so eine Spaßgeburt. Genau, so eine Persiflage quasi auf deutschen Reggae damals. Habe ich gemacht, ja. Aber wann hattest du das erste Mic so in der Hand und dachtest, okay, jetzt singe ich mal was rein. Was war da der Point? Na, ich habe quasi, war als MC am Start so bei verschiedenen Soundsystems. Da habe ich schon Along gesungen, aber nicht wirklich gesungen. So, hatte vorher auch schon mal hier und da einen Ausflug und eine kleine Performance irgendwie bei Konzerten und habe ein bisschen gerappt. Aber ja, wie gesagt, das hat lange gedauert. Ich wollte nie wirklich der Mic-Mann sein, also der Sänger oder MC. So. Das hat sich eher so ergeben. Okay, wir sind jetzt bei Kitschkrieg und ich zeige euch mal, wie man so eine Box
zusammenpackt. Das heißt, die Box ist ja keine Box, sondern es ist eine Rolle. Kommt so aus der Fabrik. Das ist die Rolle meines Lebens. Hey. Genau. Na, geht's los. Nämlich zuerst kann man drei verschiedene Poster wählen. Mhm. Drei Motive, 1, 2, 3. Die Leute sagen dann einfach, ich hätte gern Poster 2. Das ist zum Beispiel das da. Ja, und Splash Mac, das wird eure Rolle. Mhm. Insofern sucht euch doch mal eine aus. Mhm, ich glaube, ich nehme das. Okay, die Nummer 3. Genau, was man auch machen kann, ist dann sich eine Widmung schreiben lassen. Hier zum Beispiel, ne, immer feiern und kein Geld, Antifas aus Bitterfeld. Ja, und dann geht's weiter hier, unsere Produktionsstraße. Und es gibt T-Shirts. Und wir wollten halt kein One-Size-Shirt, sondern man kann sich quasi aus zwei Motiven eins raussuchen. Das gibt's in allen Größen. Mhm. Ist doch cool, oder? Also bitte. Mhm. Habt ihr auch 6XL? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Rap. Okay, dann nehme ich direkt das hier. Okay. Ja. Ist das M? Ja. Okay, dann nehme ich das. Mhm. Passt? Ja. Weiter? Danke sehr. Genau. Und hier werden die Shirts dann gefaltet und gerollt, damit sie in die Rolle passen. Genau, das ist Dodo. Big up, Dodo. Respekt. Genau, und er hat das dann natürlich schon gemacht. Das heißt, wir müssen das jetzt nicht selbst machen. Mhm. Nehmen uns einfach eine M weg. Zweiter Haufen. Zweiter Haufen, sagt er. Und da ist hier Kitchen-Fissel und er packt die uns zusammen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und jetzt die Rolle komplett und wird verschlossen. Ready. Hier werden wir gerade zusammen eine DIY-Box gepackt und das ist ja schon krass, weil du jede einzelne personalisierst und von hier aus verschickst mit den Kitschkrieg-Leuten zusammen. Ja. Warum ist es euch so wichtig, alles selber zu machen? Oh, das liegt vor allem daran, dass es halt schon immer so war. Das heißt, wir alle kommen so aus einer Ecke, wo man quasi, ob es nun Mixtapes waren oder T-Shirts oder halt selbst Partys veranstaltet hat, so. Also dieser Hustle, der hat sich halt schon immer so fortgesetzt und ist halt heute auch so geblieben. Das heißt, wir haben uns das ausgesucht, wir brauchen quasi niemanden, der das für uns macht, weil wir können es einfach selbst am besten. Dieser ganze Do-it-yourself-Swagger zieht sich eigentlich durch eure komplette Arbeit mit Kitschkrieg zusammen. Was viele aber zum Beispiel gar nicht wissen, ist, dass ihr schon ewig kennt, nicht erst seit der Kitschkrieg-EP-Trilogie, sondern davor schon. Kannst du mal ganz kurz erklären, wann und wie ihr euch kennengelernt habt und wieso die ganze Entwicklung zwischen euch war? Ja, also soweit ich weiß, hat mich Kitschkrieg-Fissel entdeckt damals, als ich so meine ersten Songs rausgebracht habe. Und er fand das halt cool und hat damals noch im tiefsten Westen gewohnt, ich halt in Leipzig. Mhm. Und war auch einer der ersten von da drüben, der mich kontaktiert hatte und einen Remix machen wollte zu einem Song. Und ganz lustig so, kommt halt auch aus dem Dancehall Reggae mehr oder minder, hat damals einen Song von mir auf dem Playground Rhythm geremixed. Kennst du Sim Simmer? Ja, genau, war damals halt tierisch halt. Und ja, keine Ahnung, da ging das los. Ein Jahr später haben wir uns getroffen, auch auf, ich glaube, es war die Reggae Jam. Mhm. Genau. Wann war das? Das war 2007, glaube. Also ist jetzt auch nicht ewig lange her, so, ne? 10 Jahre. Genau. Und 2009 hatten wir dann zusammen auch Musik gemacht und auch zwischendrin immer mal. Aber da gab es das erste Mixtape von uns beiden zusammen. Das nannte sich Hackert Empire. Mhm. Ja, und so über die Jahre hinweg halt immer wieder Kontakt gehalten und immer wieder miteinander gelinkt. Und ja, genau, dann kam halt der Was soll's Song. Und von da an wurde das alles so ein bisschen, ja, von da an haben wir uns halt zusammengeworfen. Und lustig war eben halt auch, dass er zu der Zeit Fidschi Chris und Ahudat gelinkt hatte und sich dieses Kitschkrieg
diese Familie quasi oder das Team halt gebildet hat. Und von da an ging es halt los. So. Okay, wenn wir den Spieß nochmal umdrehen. Du hast, glaube ich, 2011 in einem ganz alten Splashback-Interview gesagt, beziehungsweise hast dich voll aufgeregt, dass die Reggae-Charts abgeschafft wurden und dass es einfach kaum Anerkennung für Dancehall und Reggae gibt. Mhm. Jetzt hat sich das 5-6 Jahre später natürlich geändert. Paradebeispiel ist ja immer Palme aus Plastik. Auch international so Popcorn will ja zurzeit jeder von Drake bis zu Gorillaz jeder mit dem arbeiten. Wie bewertest du diese Entwicklung? Ja, finde ich cool, ne? Weil ja im Endeffekt ja, es ist schön, dass es endlich angekommen ist, quasi bei der breiten Masse in den Clubs und dort gleichberechtigt läuft neben den ganzen anderen R&B, Hip-Hop-Produktionen, weil dort gehört es auch hin. So, man sagt eh immer, Dancehall und Hip-Hop sind miteinander verwandt, ob nun der kleinere oder größere Bruder ist, sei mal dahingestellt, aber mir geht es auch so, wenn ich ausgehe, nur ein Sound hören, nur ein Genre wird mir irgendwann langweilig, so, ne? Und ja, keine Ahnung, ich brauche auf der Dancehall-Party meine Hip-Hop-Songs und auf der Hip-Hop-Party ein bisschen Dancehall, ein Rubber-Dub, so, finde ich cool einfach, ja. Insofern, ich freue mich. Mhm. Aber du hast auch mal gesagt, dass du eigentlich findest, dass man mal im Ursprungsort, also auf Jamaika gewesen sein muss, wenn man so eine Musik macht. Das habe ich gesagt. In einem ganz alten Interview hast du das gesagt. Nee, finde ich nicht. Weil ich kenne auch, also keine Ahnung, wie da der Zusammenhang ist, weil ich kenne Leute, die waren nie dort und darum geht es nicht. Vielleicht in dem Moment, wo man sagt, okay, man ist jetzt Rasta oder konvertiert, vielleicht hängt es mit dieser Sache dann eher zusammen, dass es schon gut ist, irgendwie zu wissen, wie die Leute dort leben und den Background quasi auch kennt und vor Ort mal kurz studiert, statt es sich jetzt anzulesen oder so, ja. Ne? Beispielsweise. Ja, genau, ansonsten ist das keine Bedingung, um Himmels Willen. Okay. Ja. Gut. Dann kommen wir leider auch schon zum Ende unserer kleinen Doku. Abschließend, was können wir von dir in Zukunft erwarten oder was wünschst du dir selber vielleicht für deine eigene Zukunft? Ich wünsche mir erstmal, dass die Tour gut läuft. Dass wir noch mehr Boxen an den Mann bringen, check kitschkrieg.de. Ja, ich will weiter Musik machen. Ich hoffe, das gibt mir nach wie vor dann so viel Spaß. Und ja, ich hoffe, es geht gut aus, so grundsätzlich.